Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem interaktiven Talk, Die Linke in Corona-Zeiten. Diesmal, wie kann es anders sein, zum Thema Frieden. Und zwar deshalb, weil Frieden sowieso ein wichtiges Thema ist, aber in dieser Woche natürlich auch der 1. September war. Das ist der Weltfriedenstag. Und die Diskussion um die Frage, wie schaffen wir friedliche Verhältnisse, meines Erachtens konkret zu führen ist. Und das wollen wir heute tun. Wir haben zum einen natürlich aktuell die Anschaffung von Drohnen durch die Bundesregierung. Wir haben aber auch zugleich die Initiative zum Beitritt des Atomwaffenverbotsvertrages. Dafür habe ich mir zwei Vertreterinnen von ICAN eingeladen. Diese Initiative setzt sich dafür ein. Der 1. September war ja im Übrigen auch nicht anlasslos Weltfriedenstag geworden, sondern es ist der Jahrestag des Überfalls des faschistischen Deutschlands auf Polen am 1.9.1939. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir diesen Tag in mahnender Erinnerung behalten. Ich war, kann selbst erzählen, ich war vor kurzem, da war auch ein Vertreter von ICAN da in Cottbus. Dort wurde ein Friedenspfahl aufgestellt. Das ist einer von 250.000 weltweit. Das kommt ursprünglich aus Japan. Und dort haben wir das also gemacht. Es ist durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung erfolgt. Und dann gab es auch eine wirklich sehr eindrückliche Ausstellung zum Thema Hiroshima und Nagasaki. Und die Bilder, ich muss schon sagen, ich bin danach ein, zwei Stunden etwas bedrückt herausgegangen. Ich rate trotzdem, sich allen das anzuschauen. Es ist wirklich eine ganz tolle Ausstellung. Sie zeigt, wie grauenhaft Krieg ist. Und das, was uns häufig erzählt wird zum Thema Krieg könne irgendwie Frieden schaffen, das zeigen die Bilder, das ist einfach großer, großer Bullshit. Aber das will ich nochmal vielleicht mit euch besprechen, vielleicht auch durch die beiden jetzt hier. Das ist zum einen Julia Messmer und zum anderen Leo Hoffmann-Axthelm. Beide sind Vorstandsmitglieder von ICAN. Und meine erste Frage: Was ist ICAN eigentlich? Erzählt mal was drüber. Was machen die da? Was ist der Plan? Wie kommen wir mit dieser Kampagne weiter? Zunächst vielen Dank für die Einladung und für die Organisation. Wir sind beide sehr gerne dabei und dann sage ich vielleicht gleich mal was dazu, wo ICAN herkommt, wofür ICAN steht. ICAN wurde vor relativ kurzer Zeit gegründet, 2007, und war damals der Versuch, die weltweite Friedensbewegung so ein bisschen neu zu gründen, einen neuen Schwung zu geben, nachdem ja schon seit Jahrzehnten der Kampf gegen Atomwaffen geführt wird, war das auch der Versuch, neue Akteure mit ins Boot zu holen, und zwar spezifisch humanitäre Akteure. Die Idee dahinter war, diesen ideologischen Kampf gegen Atomwaffen anzureichern durch einen sehr praktischen Kampf, und zwar den Kampf von humanitären Akteuren wie dem Roten Kreuz oder wie Médecins Sans Frontières, die eben im tagtäglichen Leben damit zu tun haben, Menschen in humanitären Krisen zu helfen und die auch aus erster Erfahrung sagen können, dass es unmöglich ist, nach dem Atomwaffeneinsatz den Betroffenen zu helfen, weil die Zerstörung einfach unvergleichlich ist. Deswegen die einzige Option, die wir wirklich realistisch verfolgen können, die ist, Atomwaffen abzuschaffen, um eben die Wahrscheinlichkeit auf null zu drücken, dass Atomwaffen jemals wieder eingesetzt werden. Das ging dann ziemlich flott los. ICAN hat heute 500 Partner in über 100 Ländern, also ein recht großes Netzwerk von Partnerorganisationen, die ein zentrales Büro in Genf haben und ansonsten überall über die Welt verteilt sind. Und das deutsche Büro, in dem Julia und ich arbeiten, habe ich 2013 zusammen mit ein paar Freunden in Berlin gegründet. Und seitdem sind wir auch in Deutschland als ICAN präsent. Der Plan ist natürlich, Atomwaffen zu verbieten. Das ist nach dem Konzept der humanitären Abrüstung auch schon mit biologischen und chemischen Waffen passiert und auch schon mit Streumunition und Landminen. Und Atomwaffen waren dann lange eine Anomalie, also die einzigen Massenvernichtungswaffen, die noch nicht spezifisch völkerrechtlich verboten wurden. Und das war auch die Idee, mit der ICAN gegründet wurde, dass wir einen neuen Vertrag eingefordert haben, der bei den UN verhandelt werden sollte und Atomwaffen verbietet.
Das ist uns dann auch gelungen. Der Vertrag wurde 2017 von 130 Staaten angenommen und seitdem liegt er zur Ratifikation offen und jetzt kämpfen wir natürlich dafür, dass der Vertrag so breit wie möglich und so schnell wie möglich ratifiziert wird. Ja, auch nochmal herzliches Willkommen an alle TeilnehmerInnen und vielen Dank für die Einladung. Vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was wir in Berlin machen. Also wir sind natürlich vor Ort präsent, machen öffentliche Veranstaltungen, aber auch interne Diskussionsrunden, sprechen mit PolitikerInnen und betreiben auch sehr viel Bildungsarbeit. Also wir wollen Menschen auch wirklich in die Thematik mit einbringen, die Öffentlichkeit informieren und vor allem junge Menschen natürlich auch mit der Thematik irgendwie vertraut machen, weil es ist ein zukunftsträchtiges Thema, es ist ein Thema, was uns als junge Generation auch sehr interessieren sollte und muss, gerade jetzt mit den aktuellen Debatten um neue Atombomber oder ein europäisches Nuklearprogramm, was ja auch kurzzeitig in der öffentlichen Debatte jetzt während Corona war, genau, und versuchen dort eben uns in die Debatte mit einzubringen. Wie viele Staaten gibt es eigentlich derzeit, die über Atomwaffen verfügen? Leo, möchtest du oder soll ich? Also es gibt natürlich die offiziellen Staaten, die über Atomwaffen verfügen. Das wären 5 an der Zahl. Und dann natürlich auch Staaten, die nicht völkerrechtlich geregelt über Atomwaffen verfügen. Das wären nochmal 4. Also insgesamt müssten es 9 sein, offiziell zumindest. Und dann sprechen wir natürlich bei noch anderen Staaten, wo wir einfach nicht genau wissen, ob sie schon über Atomwaffen besitzen oder nicht. Und die Initiative von euch, also von ICAN, als internationale Organisation, setzt sich ja dafür ein, dass dieser Atomwaffenverbotsvertrag jetzt ratifiziert werden soll. Wie wäre denn das weitere Verfahren? Also 130 Staaten haben es zumindest erstmal akzeptiert, daran mitgearbeitet. Und was passiert jetzt eigentlich? Hat Bundesrepublik unterschrieben? Und was passiert, wenn sie es tut? Das ist natürlich ein längerer Prozess, so einen völkerrechtlichen Vertrag auszuarbeiten. Erstmal muss man ihn auf die Agenda bringen. Erstmal muss man mehrere Jahre damit klarkommen, dass einem sämtliche Diplomaten erklären, das sei unmöglich. Und dann nach ein paar Jahren passiert es eben doch. Und dann muss man natürlich mit den Widerstand überwinden von den neuen Atomwaffenstaaten und ihren Alliierten, die dann alles Mögliche in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass die schweigende Mehrheit an Staaten ohne Atomwaffen das Völkerrecht neu kodifiziert und somit auch Atomwaffen verbietet. Das war der erste Schritt. Jetzt 2017 hatten wir 130 Staaten, die den Vertrag tatsächlich angenommen haben in den Vereinten Nationen. Die haben den damit aber noch nicht sofort alle unterzeichnet, sondern die müssen jetzt nach und nach sowohl erstmal unterzeichnen, als auch dann die Ratifikation durchsetzen national und dann die Ratifikationsurkunde hinterlegen. Und wie du schon richtig gesagt hast, Deutschland hat den Prozess von vornherein boykottiert, hat dann jahrelang damit verbracht, den Vertrag schlecht zu reden und ist auch jetzt gerade noch dabei, so zu tun, als hätte der Vertrag irgendwelche Nachteile oder irgendwelche Unpräzisionen, um eben den Druck auf die Bundesregierung zu verringern, diesem Vertrag beizutreten. Also man versucht jetzt, Argumente zu finden und sie suchen wirklich schon seit vielen Jahren nach Argumenten gegen das Verbot von Atomwaffen. Aber das ist relativ inkohärent, denn am Ende des Tages ist es doch ein relativ offensichtliches Argument. Wenn man Atomwaffen schlecht findet, wenn man das Gefühl hat, dass Atomwaffen gefährlich sind, dann muss man sie erst verbieten und erst nach dem Verbot kann man mit Fug und Recht dann einfordern, dass Atomwaffen auch tatsächlich abgeschafft werden. Solange man sich nicht darauf geeinigt hat, dass Atomwaffen schlecht sind, kann man kaum von den USA, Russland oder Nordkorea erwarten, dass sie ihre Atomwaffen loswerden. Deswegen versuchen wir natürlich auch auf deutscher Ebene die Bundesregierung davon zu überzeugen, den Vertrag zu unterzeichnen. Und darüber können wir ja später nochmal sprechen, was da alles in Bewegung gesetzt wird. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir auch innerhalb der NATO die meisten Staaten in den nächsten 5 bis 10 Jahren überzeugen werden, dem Vertrag beizutreten. Aktuell sind wir aber noch nicht so weit. Aktuell geht es erstmal darum, dass der Vertrag in Kraft tritt. Und dafür brauchen wir erstmal 50 Ratifikationen. Und damit sind wir auch wieder bei der Aktualität, denn wir haben aktuell 46 Ratifizierungen. Es fehlen also nur noch 4. Und wir gehen davon aus, dass wir die in den nächsten Wochen bekommen werden, womit der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen Ende des Jahres, also vor Weihnachten,
in Kraft treten sollten. Also wir können im Jahr 2020 auch noch auf ein paar positive Entwicklungen hoffen. Habe ich das richtig verstanden? Die Bundesrepublik ist an der Verhandlung mit beteiligt gewesen, aber hat diesen Vertrag jetzt noch nicht ratifiziert. Sie ist eine der noch womöglich vier ausstehenden Länder, die bis Ende 2020 diesen Vertrag ratifizieren müssten, damit er überhaupt sozusagen weiter behandelt werden kann und dann auch in Kraft treten kann. Nicht ganz. Also unterzeichnen können den Vertrag alle Staaten und es haben auch schon über 80 Staaten unterzeichnet. Das heißt, diese 80 Staaten sind jetzt die, die in Frage kommen, um auch ihre Ratifikation zu hinterlegen und so dafür zu sorgen, dass der Vertrag dann in den nächsten Monaten in Kraft treten wird. Deutschland wird nicht einer von diesen vier Staaten sein, weil sie nicht nur den Vertrag nicht unterzeichnet haben, sondern den auch weiterhin öffentlich schlecht reden. Und dazu kommt leider auch, dass Deutschland den Vertrag gar nicht mitverhandelt hat. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen wohlfeil, sich zurückzulehnen und zu sagen, eigentlich hätten wir uns den Vertrag anders vorgestellt. Denn wenn sie wirklich ein Interesse daran gehabt hätten, den Vertrag zu beeinflussen, hätten sie auch einfach auftauchen können und mitverhandeln. Wir haben sie auf jeden Fall sie wurden wirklich von allen Staaten angesprochen und dass sie doch bitte mitmachen mögen. Es gab wirklich sehr, sehr viele Einladungen seitens nicht nur Staaten aus dem globalen Süden und aus aller Welt, sondern auch Nachbarstaaten wie Österreich, auch andere EU-Staaten wie Irland, Malta, Zypern, Schweden, die waren alle mit dabei und haben natürlich dafür plädiert, dass Deutschland auch mitmacht. Nachdem Deutschland Atomwaffen auf eigenem Territorium hat und auch die eigene Sicherheitsstrategie auf der erweiterten Abschreckung, also auf der Androhung von Atomwaffen mittels der NATO aufbaut, ist quasi in der deutschen außenpolitischen Denke die Idee, naja, im Gegenzug ist das Mindeste, was wir machen können, im Gegenzug für dieses Ausleihen der amerikanischen Atomwaffen, ist, dass wir ihnen diplomatische Rückendeckung geben. Und deswegen verteidigt Deutschland auf diplomatischer Ebene den Besitz und die Androhung von Atomwaffen nach wie vor. Nochmal auch an Julia die Rückfrage. Die Bundesrepublik ist also weder an den Verhandlungen beteiligt gewesen und weigert sich jetzt auch, diesen Vertrag mit zu ratifizieren. Ich kenne das immer so, im Bundestag sind doch lauter Menschen, die für Frieden sind. Ich verstehe es nicht. Also es kann doch eigentlich gar nicht sein, mit welcher Begründung wird das eigentlich abgelehnt. Es geht darum, dass wir einen Vertrag haben, in dem Atomwaffen verboten werden. Und zwar für alle, nicht nur für den einen oder die andere, sondern für alle. Was kann man da eigentlich gegen haben? Kannst du den letzten Satz, die Frage nochmal wiederholen? Was kann man da eigentlich gegen haben? Was sind die Gegenargumente der Bundesregierung oder wie stehen eigentlich die im Bundestag vertretenen Parteien dazu, wo doch eigentlich ein Konsens sein sollte, dass wir als Bundesrepublik eine friedliche Politik vertreten sollten? Zumindest wird das ja immer so behauptet. Ja, also parteienpolitisch gesehen ist das sehr divers. Ich würde sagen, ihr als linke Partei seid definitiv für die Zustimmung zum Vertrag und auch die Grünen befürworten den Vertrag. Die SPD ist gespalten, was man auch in den letzten Monaten gemerkt hat durch die angestoßene Debatte durch Rolf Mützenich und Fritz Feigentreu, der dann dagegen argumentiert hat. Bei der CDU sind wir wieder bei einem Gegenhalten gegen den Vertrag und auch bei der FDP. Und das größte Argument, was eigentlich genutzt wird, ist, dass unsere Sicherheit als Staat Deutschland und insgesamt von der NATO auf nukleare Abschreckung, wie Leo schon gesagt hat, eben beruht. Und sobald wir Atomwaffen abschaffen und das als einziger Staat entweder oder als Staatenverbund in der NATO machen würden, würden ja noch andere Staaten Atomwaffen besitzen. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Und dabei geht es dann auch viel in der Debatte um den Abzug von US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland. In Büchel sind aktuell ca. 20 Atomwaffen stationiert, US-amerikanische, die auch momentan modernisiert werden, die Bomben selbst als auch die Kampfjets von der Bundeswehr. Da geht jetzt die Debatte
um neue Atombomber, um die F-18. Und das wären dann Kampfflugzeuge, die eben atomwaffenfähig werden. Und in dieser Debatte geht es dann einfach viel darum, wie es unsere Sicherheit gestaltet, können wir Atomwaffen abziehen oder nicht. Und wir würden natürlich ganz klar sagen, ja, wir können das und ja, wir können das auch mit dem unsere Existenz in der NATO vereinbaren. Weil was immer vorgebracht wird als Argument, zu sagen, wir haben dann keinen Einfluss mehr dann auf die nukleare Strategie der NATO, wir können uns nicht mehr an der nuklearen Planungsgruppe in der NATO beteiligen. Und das ist faktisch so nicht richtig. Die nukleare Planungsgruppe steht allen Mitgliedstaaten der NATO offen. Auch Deutschland könnte ohne Atomwaffen auf unserem stationierten Boden dort teilnehmen. Der weitere Punkt ist, dass oft angebracht wird, wir hätten einen größeren Einfluss auf die USA, wenn wir dann quasi auf die Entscheidung, ob Atomwaffen eingesetzt werden oder nicht, wenn wir Atomwaffen auf unserem eigenen Territorium stationieren, was auch sehr, 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 sehr fraglich ist, weil wir haben kein Vetorecht, auch in einer nuklearen Planungsgruppe haben wir kein Vetorecht. Und wie man jetzt auch wieder gesehen hat an der Entwicklung in den USA, die jetzt zum Beispiel U-Boote mit sogenannten Mini-Nukes ausgerüstet haben. Mini-Nukes sind Atomwaffen, die unter 5 Kilogramm Tonnen Sprengkraft haben. Und die zu einem lokalen Atomkrieg quasi nutzbar gemacht werden könnten. Man sagt, man könnte Atomkriege beschränken und somit auch natürlich die Konsequenzen beschränken. Das hat die USA im Alleingang entschieden, da war keine andere Stadt daran beteiligt. Und auch wir können als Bundesrepublik Deutschland dort keinen Einfluss haben. Und wenn wir dann eben Präsidenten wie jetzt zum Beispiel Donald Trump, der weniger auf Kooperation und Diskussion setzt, in politischen Entscheidungspositionen haben, sehen wir dieses Argument natürlich sehr, sehr kritisch, weil es dafür gibt es faktisch keine Belege. Wir haben keine Belege dafür, dass wir Einfluss auf die Entscheidung der USA hätten. Und ich persönlich würde auch sagen, dass wir keine haben werden. Du erwähnst ja ganz richtig die Anwesenheit US-amerikanischer Atomwaffen hier auch in der Bundesrepublik. Das ist ja in der Öffentlichkeit gar nicht so stark bekannt, aber es lagern bei uns Atomwaffen und sie werden auch eingesetzt oder können eingesetzt werden. Sie sind Teil des nuklearen Planungsszenarios. Wie gibt es denn da eigentlich Bewegung darin? Oder wird das von der NATO völlig normal bewertet? Oder gibt es denn da auch Anzeichen, das mal zu verändern? Oder wie seht ihr das? Wird das als unumstößliches Teil unserer Verteidigungsstrategie als Bundesrepublik bewertet? Gibt es da Bewegung? Ja und nein. Ne? Also früher gab es 1000 Atomwaffen und wir sind jetzt, 99% der Atomwaffen wurden abgezogen. Jetzt haben wir nur noch 20 auf deutschem Territorium und insgesamt 200 US-Atomwaffen, die in Europa stationiert sind, also auch in Niederlanden, in Belgien, Italien und in der Türkei. Das zeigt schon, das ist eine sehr begrenzte Liste. Ne? Alle Staaten in der NATO können sich auf die erweiterte nukleare Abschreckung berufen. Und die funktioniert durch die Androhung von nuklearen Zweitschlägen seitens der USA mittels Interkontinentalraketen, die von U-Booten oder aus Silos in den USA abgefeuert werden. Es ist total unrealistisch, dass irgendwelche Flugzeuge in Europa abheben und taktische Atomwaffen ins Ziel fliegen. Flugzeuge werden sofort abgeschossen. Sind eine echt schlechte Strategie, sind wesentlich langsamer als Raketen. Insofern, das ist wirklich eine rein symbolische Nummer, die hat keinerlei militärische Relevanz und wird auch in den Plänen nicht weiter erwähnt. Also es gibt keine operationellen Pläne dafür, was man jetzt mit diesen Atomwaffen da machen will. Der Hauptgrund dafür ist eben wirklich so eine symbolische Rückversicherung, weil die Europäer einfach Angst haben, dass die Amis, wenn es hart auf hart kommt, ihre Atomwaffen nicht für Europa einsetzen würden. Nun, es ist eine reichlich hypothetische Situation und wenn es schon zu einem Nuklearwaffeneinsatz gekommen ist, dann ist die wichtigste Frage tatsächlich nicht, wie viele Atomwaffen man noch hinterher schmeißen kann. Aber im Prinzip hat man in Europa eine tiefsitzende Angst, dass das Versprechen der USA am Ende des Tages nicht das Papier wert ist, auf dem es gedruckt wird. Und deswegen fühlt es sich aus Sicht von diesen Transatlantikern besser an, wenn man die Atomwaffen sehen und anfassen kann, weil sie halt hier in Deutschland liegen.
weil man so das Gefühl hat, hey, das ist echt, das ist nicht nur ein leeres Versprechen. Viel wichtiger sind natürlich für die Rückversicherung konventionelle Systeme, die die USA auch in Europa stationiert hat, zum Beispiel im Baltikum, wo ja auch Staaten größere Angst haben vor potenziellen Invasionen, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Dort gibt es dann auch konventionelle Streitkräfte, die dort stationiert sind. Und die sind deutlich glaubwürdiger als das Versprechen, taktische Atombomben mit veralteten Flugzeugen und deutschen Piloten ins Ziel zu führen. Also kein amerikanischer Präsident würde sich auf deutsche Bundeswehrpiloten vertrauen, um Nuklearschläge zu führen. Insofern besonders wichtig sind die nicht, weder für die Strategie noch für die erweiterte Abschreckung. Und man könnte sie schon auch abziehen, denn selbst wenn wir keine Atomwaffen auf deutschem Territorium haben, könnte Deutschland sich trotzdem noch auf nukleare Abschreckung beziehen. Aber unser Ziel ist nicht nur das Abziehen der Atomwaffen, sondern ein eindeutiges Opt-out, also eine eindeutige Ausnahme von der erweiterten Abschreckung der NATO. Die deutsche Bundesregierung sollte einfach klarstellen, dass es im Namen der deutschen Bevölkerung keine Atomwaffeneinsätze geben sollte, unabhängig davon, was vorher passiert ist. Also wirklich under any circumstances. Und das ist eine Deklaration, die man auch innerhalb der NATO machen kann. Die NATO ist eine internationale Organisation, die sich nach den Wünschen ihrer Mitglieder richtet. Und insofern könnte man einfach sagen, hey, falls wir mit Atomwaffen angegriffen werden, bitte nicht mit Atomwaffen zurückschlagen, weil das bringt uns dann sowieso nichts mehr. Ich kann nicht erkennen, inwieweit das die deutsche nationale Sicherheit reduzieren würde, weil es sowieso eine schräge Annahme ist, dass die anderen Staaten nur darauf warten, dass sie uns mit Atomwaffen beschießen können. Ich glaube, allgemein macht man sich nicht so beliebt, indem man Millionen Zivilisten umbringt. Deswegen ist es auch keine besonders beliebte Strategie seitens der Staaten, die uns potenziell angreifen könnten. Und auch dieses, dann kommt immer das Argument, eine Sache noch, das Argument, dass man uns erpressen könnte, indem man uns dann androht, Nuklearwaffen einzusetzen, wenn wir nicht dies oder jenes in den internationalen Beziehungen machen. Und auch dafür gibt es keinerlei Evidenz, dass das jemals funktioniert hat. Also es gibt auch keine Ansätze. Man hat da wirklich aus vielerlei Hinsicht versucht nachzuvollziehen, ob Atomwaffenstaaten häufiger ihren Willen durchsetzen können in den internationalen Beziehungen. Und es scheint keinerlei Bonus für Atomwaffen zu geben. Und das ist auch nicht schwer nachzuvollziehen, warum. Weil es einfach überhaupt nicht glaubwürdig ist, jemanden einen Atomwaffenschlag anzudrohen, um irgendwas einzufordern. Ganz im Gegenteil, Atomwaffenstaaten wurden häufig angegriffen und häufig in Kriegen verwickelt, weil die Atomwaffen einfach so clumsy und zu groß und kaum einsetzbar sind. Das ist einfach kein glaubwürdiges Drohungsszenario. Insofern sehe ich da keinen Sicherheitsgewinn von Atomwaffen. Im Gegenteil, Atomwaffen sind ein Risiko. Und zu glauben, dass wir 15.000 Atomwaffen rumliegen haben können, noch Jahrzehnte, mit tausenden Militärs, die bewegen und instand setzen und damit Übungen machen, ohne dass jemals irgendwas schief geht, ist nicht nur naiv, sondern ist auch geschichtsvergessen, weil schon sehr, sehr häufig etwas schiefgegangen ist und wir wirklich von Glück reden können, dass die Atomwaffen noch nie aus Versehen eingesetzt wurden. Ja, klare Kante. Ja, genau. Oder dann sagst du das mal, Julia, und dann ich nochmal. Ich wollte nämlich dann die Frage einbringen, denn ein Zuschauer von uns, der sieht das offenbar deutlich anders. Der sagt nämlich, dass die Atomwaffen uns vor dem Dritten Weltkrieg bewahrt hätten. Vielleicht kannst du, Julia, auch direkt dann darauf eingehen. Ja, um kurz noch zu dem Sicherheitsbegriff und dann auf die Frage anzugehen, wir müssen uns auch, finde ich, darüber unterhalten, was bedeutet Sicherheit und für wen ist die Sicherheit, über die wir sprechen? Was würde bei einem Einsatz von Atomwaffen, was würde es für Konsequenzen haben und was würde das wiederum für die Sicherheit von Menschen bedeuten? Also wir können da auf jeden Fall davon ausgehen, zum Beispiel, dass unsere komplette Infrastruktur zusammenbrechen würde bei einem Einsatz von Atomwaffen. Wir können davon ausgehen, dass sexualisierte Gewalt einen deutlichen Anstieg haben wird, weil wir uns dann in einer Krisensituation befinden und das alles sehr volatil ist. Wir können davon ausgehen, dass Atomwaffen auch heute schon
durch die Tests, die durchgeführt wurden in der Geschichte, durch Uranabbau, der immer noch der stattfindet, Leute und Menschen betrifft, vor allem indigene Völker. Denn zum Beispiel alle Tests in der Geschichte haben auf dem Land von indigenen Völkern stattgefunden. Wir haben eine riesige Umweltverschmutzung, wir haben eine radioaktive Verseuchung der Gebiete, das natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen vor Ort hat, die Krebserkrankungen auslöst, Wasser verseucht und so weiter. Das heißt, wir müssen auch über Sicherheit für Menschen und Sicherheit jetzt sprechen. Und um auf die Frage einzugehen, hätte es nicht gegeben, wäre aus dem Kalten Krieg ein dritter Weltkrieg geworden. Nun, dazu würde ich persönlich sagen, dass der Kalter Krieg hieß, weil sich Staaten, also Macht gegeneinander aufgewiegelt haben und wir diese Situation mit der nuklearen Abschreckung hatten und uns immer wieder vor einem dritten Weltkrieg so ganz knapp befunden haben, vor der Auslöschung der gesamten Menschheit. Wir hatten Kuba, wir hatten verschiedenste Beispiele, wie Leo auch gesagt hat, also die Kuba-Krise meinte ich, wie Leo auch gesagt hat, durch Fehleinschätzungen, durch Unfälle, die uns an den Rande des dritten Weltkriegs getrieben hätten oder haben. Und ich persönlich glaube, dass die Existenz von Atomwaffen den dritten Weltkrieg im Kalten Krieg sehr, sehr viel wahrscheinlicher gemacht haben, als dass sie ihn verhindert hätten. Hinzu kommt ja auch, dass der Kalte Krieg vorbei ist. Also bei zwei Weltmächten mit einem roten Telefon haben sie schon allerlei Close Calls und allerlei sehr brenzlige Situationen herbeigeführt. Aber jetzt haben wir ja nicht zwei Atomwaffen verstanden, sondern wir haben 9. Und wir haben keinen Kalten Krieg, keine total offensichtliche Blockkonfrontation, sondern eine sehr schwer überschaubare, volatile Situation mit 9 verschiedenen Staaten, die in verschiedenen regionalen Konflikten, Indien, Pakistan, Israel, Russland, China und USA verwickelt sind, die einfach nicht mehr in so eine traditionelle und leicht vorhersehbare Situation passen. Und noch ein Wort dazu, dass die Abschreckung angeblich so toll funktioniert und man deswegen keine Angst davor haben sollte, dass Atomwaffen aus Versehen eingesetzt werden oder dass Atomwaffen doch trotz Abschreckung eingesetzt werden. Wenn Abschreckung zu 100% funktionieren würde, dann hätte, glaube ich, auch keiner ein Problem, dass Iran sich Atomwaffen zulegt. Nachdem aber offensichtlich die USA und auch europäische Politiker doch nicht so großes Vertrauen in die Abschreckung haben, wollen sie eher nicht, dass Iran sich Atomwaffen zulegt. Wir sind auch dagegen, dass weitere Staaten sich Atomwaffen zulegen. Aber das Ding ist, wenn Abschreckung in nur 99% der Fälle funktioniert, dann müssten wir statistisch gesehen innerhalb von 70 bis 100 Jahren die Menschheit ausgelöscht haben. Insofern, entweder Abschreckung funktioniert in absolut allen Fällen oder sie ist nicht sicher genug. Denn wenn wir mit, der Schadensfall das Überleben der Menschheit bedroht, dann ist 1% einfach ein viel zu großes Risiko. Ja, also wer ich will nochmal auf diese Veranstaltung, auf diese Ausstellung hinweisen, die ich da in Cottbus gesehen habe. Und ich glaube, wer sich diese Ausstellung mal anschaut, wird danach, glaube ich, die Frage ein bisschen anders beantworten, ob durch Atomwaffen angedrohten oder sogar tatsächlich eingesetzte Atomwaffen irgendetwas besser, gesicherter oder ähnliches geworden ist. Denn das, was da geschehen ist, das, was man an den Bildern sieht, das ist ja Krieg. Das ist Krieg und die Vorstellung, dass das sozusagen das geringere Übel zu was auch immer sein dürfte, ich sag's mal so, da weigere ich mich auch ehrlich gesagt, dem zu folgen. Das kann nicht unsere Alternative sein, sondern unsere Alternative muss doch Abrüstung sein, und zwar gleichmäßige Abrüstung. Und ICAN hat hier einen Vorschlag gemacht, nämlich alle Staaten verzichten schrittweise auf Atomwaffen. Wir verbieten Atomwaffen. So klare Kante ist aus meiner Sicht relativ eindeutig und insofern auch konsequent. Das ist ein Punkt. Gibt es denn, Thomas, noch weitere Fragen aus dem Facebook-Bereich, noch Rückfragen, Nachfragen, die hier an die beiden Mitglieder des Vorstands von ICAN gerichtet werden? Ich glaube, du bist noch stumm geschaltet.
der Klassiker. Nein, es gibt auf, danke für den Hinweis, Leo. Nein, es gibt auf Facebook keine konkreten Nachfragen. Es gibt eine Frage, die geht in die Richtung, wie ja, das Scheitern des Atomwaffen-Nichtverbreitungsvertrages, so habe ich es richtig, wie ihr das, das Scheitern verhindern wollt. Dazu gab es noch eine Anmerkung auf Facebook. Ansonsten gibt es da eher eine Debatte über die friedenspolitischen Positionen der Linken und was das mit Regierungsbeteiligung zu tun hat. Da kann, wenn er will, Jörg vielleicht nachher noch was zu sagen, aber es ist eigentlich nicht Thema dieser Runde. Vielleicht ist es eher eine Anregung dazu, auch nochmal eine Veranstaltung später zu machen. Ja, vielleicht kann ich was kurz sagen. Entschuldigung, ja. Wenn ich kurz unterbreche. Noch ein Hinweis, weil wir haben ja auf Facebook ja auch wieder 60, 70 Zuschauer die ganze Zeit über. Und von mir sozusagen immer noch der kleine Hinweis, wenn ihr euch diese Veranstaltung gefällt und ihr sie interessant findet, dann teilt die doch mit euren Freunden, damit mehrere die Chance haben, sie jetzt noch dazu zu springen oder sie später dann auch in Gänze von vorne im Real Life quasi anzusehen. Also, wenn die Veranstaltung gefällt, teilen nicht vergessen. Leo. Ja, nur kurz zu der Frage, die aufkam zum Nichtverbreitungsvertrag. Ich würde nicht sagen, dass er gescheitert ist, sondern war eigentlich sehr erfolgreich. Damals dachte man, 30, 40 Staaten würden sich Atomwaffen zulegen. Heute haben wir gesehen, dass im Schnitt ein Staat alle 10 Jahre sich Atomwaffen zugelegt hat. Es kam also nach dem Nichtverbreitungsvertrag dazu Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Das ist nicht so viel, wie früher befürchtet wurde. Aber nichtsdestotrotz ist es ja richtig, man kann nicht für immer ein zweigleisiges System haben, wo 10 Staaten Atomwaffen haben dürfen und alle anderen nicht, sondern wir brauchen ein faireres System, bei dem Atomwaffen für alle verboten werden. Nichtsdestotrotz ist es nicht zielführend, die ganze Zeit so das Scheitern des Atomwaffensperrvertrages an die Wand zu malen, weil damit im Prinzip nur die Ambition, weiterzugehen in der Abrüstung, paralysiert wird. Tatsächlich gibt es keine Sorge, dass der Nichtverbreitungsvertrag in sich zusammenbricht. Die allermeisten Staaten der Welt haben verinnerlicht, dass Atomwaffen ihnen keinen Sicherheitsgewinn bringen. Und deswegen, selbst wenn die Vertragskonferenzen des Nichtverbreitungsvertrages so frustrierend und sinnlos bleiben, wie sie es in den letzten Jahren waren, wird das keine weiteren Staaten dazu bringen, Atomwaffen zu entwickeln. Im Gegenteil, wenn man besorgt ist um den Nichtverbreitungsvertrag, wie Deutschland, wie auch verschiedene andere Staaten das stets sagen, dann kann man den stärken, indem man den Verbotsvertrag unterzeichnet und ratifiziert und auf diese Art und Weise das Abrüstungselement, was auch im Nichtverbreitungsvertrag schon verankert ist, stärkt. Und so kann man wieder eine bessere Balance in dem Vertrag finden und auch allgemein wieder dem Gefühl Aufwind geben, dass wir Nuklearwaffen tatsächlich loswerden können und dass hier nicht die ganze Zeit wir am Rande des Zusammenbruchs des Atomwaffensperrvertrags stünden. Da ist einfach nicht besonders viel dran. Nochmal überleiten zu Julia. Vielleicht magst du noch ein paar Worte dazu sagen, was wir gerade in Deutschland tun, um auch die Bundesregierung dazu zu bringen, den Vertrag letztlich zu unterzeichnen. Denn abgesehen von dem Außenminister und der Verteidigungsministerin gibt es ja noch etliche andere Akteure, die sich in Stellung bringen, um Deutschland dem Verbot von Atomwaffen näher zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben verschiedene Initiativen momentan in Deutschland, um die Bundesregierung zu überzeugen. Eine wichtige ist unser Städteappell zum Beispiel. Den können Städte unterschreiben, aber auch Bundesstaaten in Deutschland, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich dafür aussprechen, Atomwaffen zu verbieten und die Bundesregierung auffordern, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen. Außerdem können auch ParlamentarierInnen diesem Appell quasi beitreten. Und aktuell sind es, glaube ich, 168 Parlamentarierinnen auf Bundesebene, die unterschrieben haben. Dann haben wir ja auch einen Parlamentskreis Atomwaffenverbot, der seit September 2019 arbeitet und darüber diskutiert, wie wir in Deutschland voranschreiten könnten. Dann haben wir 4 Bundesstaaten, die dem Appell beigetreten sind und fast 100 Städte mittlerweile in Deutschland. Darunter befinden sich, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, alle 16 Hauptstädte unserer Bundesstaaten, die alle vor allem auf die humanitären Konsequenzen von Atomwaffen oder dem Einsatz von Atomwaffen, aber auch ihre Produktion aufmerksam machen.
Wir haben auch noch andere Initiativen, gerade jetzt zum 75. Jahrestag von Hiroshima und Nagasaki, der ja auch dieses Jahr ist, haben wir einen Appell von jungen Menschen zusammen veröffentlicht, den zum Beispiel die Grüne Jugend, die Jusos, Luisa Neubauer und wir unterschrieben haben und an die Bundesregierung bzw. den Außenminister und die Verteidigungsministerin gerichtet haben, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns als junge Generation interessieren und uns nicht für weitere Jahrzehnte der nuklearen Abschreckung verpflichten möchten mit der Modernisierung der Kampfjets und der Erwerbung der neuen F-18 atomwaffenfähigen Kampfflugzeuge, sondern auch eine Diskussion führen müssen über Sicherheitskonzepte. Was bedeutet Sicherheit und wie möchten wir unsere Zukunft und unsere Sicherheit in den nächsten Jahrzehnten gestalten? Das ist ein ganz guter Punkt. Also gerade das, was du angesprochen hast, die F-18 Kampfflugzeuge, die jetzt erworben werden, die kosten schlichte 8 Milliarden Euro. Und dafür soll Geld ausgegeben werden, wo ein Sicherheitskonzept dahinter steht, wo ein Atomwaffenkonzept dahinter steht, was aus meiner Sicht überhaupt nicht zukunftsfähig ist, was auch gar keine friedensstiftende Wirkung hat. Das ist doch eigentlich ein vollständiger Irrsinn, wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise, aber auch generell eher dazu, das Geld für friedliches, soziales, für Bildung, für Ähnliches auszugeben, statt für die Fortsetzung einer, ihr habt es beschrieben, gescheiterten Strategie. Es ist ja im Übrigen, und das will ich noch anmerken, auf dieser Ausstellung auch mitgeteilt worden, dass statt Nagasaki und Hiroshima aus auch, und das war ursprünglich der Plan, ein Ort der damaligen Deutschland der Abwurfort können, nämlich Leipzig oder Halle. Nur durch eine kurzfristige andere Planung ist es da gekommen. In so einer Situation hier zu behaupten, wir bräuchten Atomwaffen, Minion Use zu argumentieren oder ähnlichem Irrsinn, der nur dazu führt, dieses Leid aus Atomwaffenabwürfen sozusagen handelbar zu machen, will mir, das muss ich so deutlich sagen, überhaupt in den Kopf. Damit ist es auch zu dem, ich finde, der falschen Politik in den Jahren jetzt zukünftig immer weiter den Militärhaushalt hochzufahren auf 2% und das mit NATO-Partnern wie Erdogan und Trump, wo ich keine Sekunde Vertrauen habe, dass das in irgendeiner Art und Weise für eine Politik ausgegeben wird, die ich gut finden kann. Das hat mit Wertesystem, wenn man die NATO jemals für sowas gehalten hätte, ich tue das nicht, aber man kann das ja anders sehen. Mit Wertesystem hat das ohnehin nichts mehr zu tun. Ich glaube, wir müssen dringend über Atomwaffenverbot reden. Vielen Dank an Julia, vielen Dank an Leo, dass ihr da gewesen seid. Wir unterstützen euch in eurer Kampagne und ich finde das wirklich sehr beeindruckend. Was wollt ihr noch rüberbringen? Habt ihr noch etwas, was ihr jetzt sagen wollt? Es gibt noch ein bisschen Pause, ehe ich dazu komme, das zu sagen, was aus meiner Sicht von der Veranstaltung ausgehen soll. Vielleicht zwei kurze Punkte. Du hast angesprochen, dass neue Flugzeuge angeschafft werden sollen. Im Prinzip ist es ja verständlich, dass die Bundeswehr einsatzfähige Flugzeuge benötigt und die hin und wieder auch erneuern muss. Was halt nicht nachvollziehbar ist, ist 8 Milliarden auszugeben für Flugzeuge, die einzig und allein dafür vorgesehen sind, Atomwaffen zu transportieren. Das, wie Julia gerade sagte, würde unsere Strategie für die nächsten Jahrzehnte festschreiben, weil keiner für 8 Milliarden Euro Flugzeuge kauft und dann 5 Jahre später sagt, ach, by the way, wir haben es uns anders überlegt, wir brauchen die doch nicht mehr und dann eingesteht, dass man die 8 Milliarden in die Tonne getreten hat. Aber das ist ein sehr praktisches Argument. Ein bisschen allgemeiner würde ich sagen, Trump, die USA, sind ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das Problem nicht dieser oder jener Politiker, dieses oder jenes dieser oder jener Staat oder diese oder jene Bedrohungskonstellation ist, weil am Ende des Tages Atomwaffen einfach zu gefährlich sind, um sie Menschen anzuvertrauen. Wir haben seit nur 75 Jahren Atomwaffen und in der kurzen Zeit haben wir so viele Krisen hervorgebracht
wenn man zurückschaut über Jahrtausende von kriegerischer Geschichte der Menschheit und sich dann vor Augen hält, was die Halbwertszeit von politischen Systemen ist, ja, dass die USA es geschafft haben, innerhalb weniger Jahrzehnte mehrere recht verantwortungslose Präsidenten ins Amt zu führen, zeigt einfach, dass Atomwaffen wesentlich zu gefährlich sind für die doch sehr begrenzte Fähigkeit der Menschen, sich zu organisieren und sich Atomwaffen ermöglichen. Das ist noch abgesehen davon, dass es noch schwieriger ist, Command and Control so herzustellen im Militär, dass niemals irgendwas schief geht oder dass keine Präsidenten irrational entscheiden. Zumal ja Abschreckung auch voraussetzt, dass du erstens perfekte Informationen, perfekte Kommunikation und rationale Führungspersönlichkeiten hast, was ja auch ein bisschen heroische Annahmen sind. Ein letzter Punkt. Ich will ein bisschen ein allgemeineres Bild davon geben, was wir hier mit diesem Verbotsvertrag zu Atomwaffen erreichen wollen. Es geht ja nicht darum, was Trump will oder in welcher Situation Deutschland sich jetzt gerade befindet oder ob Belgien wirklich Atomwaffen braucht, um sich gegen seine Nachbarn zu verteidigen. Sondern es geht wirklich um eine ganz prinzipielle moralische Festlegung dazu, dass es inakzeptabel ist, Massenvernichtungswaffen für die eigene Sicherheit bereit zu halten. Man kann nicht dem Rest der Welt erklären, dass sie keine Atomwaffen haben dürfen, aber selber darauf pochen, dass wir auch in den nächsten Jahrzehnten weiterhin 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Atomwaffen ready haben, um die nukleare Abschreckung aufrechtzuerhalten. Es gibt einfach keine sicherheitspolitischen Ziele, die es rechtfertigen würden, dass bestimmte Nationen sich das Recht vorhalten, Millionen Zivilisten in Gefahr zu bringen und dabei auch noch den Untergang der Menschheit zu riskieren. Das ist wirklich ein ganz völkerrechtliches Argument. Alle Völker der Welt, alle Nationen haben ein Anrecht darauf, mit am Tisch zu sitzen und mitzusprechen darüber, ob Atomwaffen legitim sind oder nicht. Und dass dann 9 Staaten sich das Recht rausnehmen, den Rest der Welt zur Geisel zu nehmen, geht gar nicht. Und das ist das, was der Rest der Welt mit diesem Vertragswerk kommuniziert, dass wir das nicht länger hinnehmen, dass hier eine Minderheit den Rest in Gefahr bringt. Und solange Deutschland und die Atomwaffenstaaten sich damit nicht auseinandersetzen und diesen Vertrag einfach boykottieren, ist das eine Arroganz und eine Art und Weise, mit Völkerrecht umzugehen, die zeigt, dass es wirklich hier eine Doppelmoral gibt, die unsere Sicherheit herabsetzt, aber auch die Sicherheit aller anderen Staaten. Wenn bei uns mit unseren Atomwaffen was schief geht, muss halt am Ende die ganze Welt darunter leiden. Insofern haben alle Staaten der Welt eine Verantwortung, alles zu tun, was sie können, um das Risiko von Atomwaffen zu minimieren. Das werden wir nicht über Nacht schaffen, aber wenn wir Atomwaffen erstmal verbieten und dann wirklich mit Vehemenz dafür eintreten, dass die Ausgaben für Atomwaffen minimiert werden, dass die Zahl an Atomwaffen minimiert wird, dass die Rolle von Atomwaffen in der NATO-Sicherheitsdoktrin minimiert wird, dann ist schon sehr, sehr viel geschafft. Und um einen positiven Abschluss vielleicht zu finden, würden wir vielleicht auch gerne nochmal betonen, auch wenn es ein riesiges Thema ist und wenn es manchmal erschlagend wirkt, es lohnt sich, sich dagegen einzusetzen. Es lohnt sich, zu diskutieren. Es lohnt sich, sich Gedanken zu machen. Und wir würden wirklich einladen dazu, mit uns auch in Kontakt zu kommen, wenn ihr Lust habt. Wir haben super viele Möglichkeiten, wenn ihr euch einbringen wollt. Wir können aber auch einfach nur Materialien bereitstellen, damit ihr euch weiterbilden könnt. Wir haben auf jeden Fall einfach noch viel vor. Und Atomwaffen haben Intersektionen mit so vielen aktuellen Themen, mit Klimawandel, es hängt sehr stark zusammen. Atomwaffen hängt stark mit Feminismus, mit Rassismus zusammen, mit sämtlichen Machtstrukturen im internationalen System. Also es gibt sehr, sehr viel anzugreifen dazu. Und deswegen würden wir einfach gerne nur ermuntern, für unser Recht auf Partizipation einzustehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Leo. Ich nehme Folgendes mit. Also wir brauchen ein Ende der Strategie der nuklearen Abschreckung. Diese Strategie der nuklearen Abschreckung ist absolut irrwitzig, hat überhaupt keinen politischen Mehrwert, dient im Prinzip nur wenigen Staaten.
Früher nannte man das Imperialismus, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, das ist jedenfalls kein gerechtes, völkerrechtlich sinnvolles System. Atomwaffen raus aus Büchel, das ist wichtig. Wir brauchen in der Bundesrepublik keine Atomwaffenstandorte. Und da Atomwaffen auch keine Grenzen kennen, will ich auch hier nochmal ganz deutlich sagen, die Linke kämpft gegen Krieg. Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das Abrüstung als ein zentrales Ziel hat. Das ist ein Kernpunkt, das ist Teil unserer Programmatik und dabei bleibt es auch, falls da irgendwie das eine oder andere Missverständnis entstanden ist, ist nicht. So, und ganz ehrlich, ich finde auch, dass wir die Militärausgaben in der Bundesrepublik kürzen statt erhöhen müssen. Statt diesem 2%-Ziel würde ich ja eher das 10%-Ziel ausgeben. Statt 2% des Gesamthaushaltes zu erreichen, sollten wir mal 10% jährlich kürzen. Das wäre, glaube ich, gleichmäßig machbar und auch auf Dauer viel nachhaltiger für eine friedliche Welt und zwar ohne Atomwaffen. Soweit. Ich kündige an, in der nächsten Woche über ein weiteres heißes Eisen sprechen zu wollen, und zwar das bedingungslose Grundeinkommen ist ja ein Thema, was die Gemüter bewegt schon seit Jahren. Mein Freundeskreis ist tief zerstritten darüber, wir gehen aber trotzdem gemeinsam Bier trinken. Trotzdem wollen wir über dieses Thema reden, denn auch in der Linken gibt es dazu verschiedene Auffassungen. Wir haben eine klare Programmatik, neuer Sozialstaat, aber Teile unserer Mitgliedschaft vertreten ein bedingungsloses Grundeinkommen. Andere finden das ziemlich so. Jedenfalls wollen wir in der nächsten Woche drüber sprechen und mal schauen, was spricht dafür und was spricht dagegen. Ich habe mir dafür Philipp Jax eingeladen. Philipp ist Gewerkschaftssekretär aus Frankfurt am Main. Und er hat dazu eine relativ dezidierte Position. Welche, das sage ich euch dann in der nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank auch von unserer Seite und einen schönen Abend euch. Ja, vielen Dank und schönen Abend.